Beim Thema Nachhaltigkeit stecken wir in einem riesigen Spannungsfeld. Bauen wir einen Tanker zu einem Elektro-Speedboot um und das bei voller Fahrt. Das ist die Erwartungshaltung. Wir kennen das Ziel, wir haben eine klare Strategie für Nachhaltigkeit und wir haben auch schon große Erfolge erzielt. Aber den einen oder den anderen Weg zum Ziel müssen wir noch finden. Und wir werden auch mal einen Weg aufgeben müssen und sagen, das hat nicht funktioniert, lass uns was anderes ausprobieren. Es kann nur Learning by Doing sein. Aber das Doing ist jetzt das Wichtige. Sich überhaupt auf einen Weg zu machen. Oder in unserem Fall 6 Wege. Wir wollen 100% unserer Versandverpackung recycelt oder biologisch abbaubar gestalten. Wir wollen dazu beitragen, dass die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden kann und werden unsere CO2-Emissionen entsprechend reduzieren. Wir wollen das Leben von Artikeln verlängern und aus gebrauchten Textilien wieder neue herstellen. Wir wollen Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unseres Produktangebotes stellen und in jedem Sortiment nachhaltige Alternativen anbieten. Wir wollen Transparenz in unserer Lieferkette herstellen und zusammen mit unseren Geschäftspartnern für sozialverträgliche und umweltfreundliche Bedingungen sorgen. Wir wollen nur mit Partnern zusammenarbeiten, die unseren Grundsätzen entsprechen und bieten nur Produkte an, die unseren Standard erfüllen. Um es zusammenzufassen, wir möchten die Menschen dabei unterstützen, ein nachhaltigeres Leben zu führen. In all unseren Handlungsfeldern setzen wir uns ambitionierte Ziele und werden diese trotz der ganzen Herausforderungen konsequent umsetzen. Nachhaltigkeit ist nicht irgendein Thema für uns. Wir nehmen es sehr ernst und deshalb ist es auch im Kern unserer Unternehmensstrategie angekommen und dort verankert. Wir handeln jetzt. Wir sind Otto.